Und ein herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Hier haben wir die Hühner, die gerade am Fressen sind. Buh. Da haut's ab. Die wurden alle von ihren Herren verlassen. Wir haben sie getötet, weil sie uns töten wollten. Okay, hier müssen wir also durch. Mal weiter. So, mal gucken. Haben wir hier Schönes? Diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Jo, haben wir. Schon oft. Diese drei Idioten haben wir auch schon mal gesehen. Ja. Du bist tot. Fail. Hab mich wohl zu langsam gedrückt, was? Ah, na normal. Dann versuchen wir es nochmal. Kommt her, ihr Schweine. Ja, komm runter. Warum kommst du nicht runter zum Spiel? Na komm, komm runter. Am liebsten würde ich sie töten, aber das kostet nur Munition. Oh, das ist blöd zum Ziel, ne? Komm da so dran? So, dann weiter. Schon wieder derselbe Wegweiser. Ach, verdammt. Nun. Ah, du Arsch, ey. Alter. Alter. Da ist da noch einer, oder? Nee, der ist tot. Gut. Dann haben wir alle drin erledigt. Keine Hinweise. Die Tür ist zugenagelt. Na, dann tritt sie doch ein. Okay, was hätten wir? Ersten Stein. Da hinten ist auch noch was, oder? Nein. Ist hier noch was? No. Das ist nichts.
auch nichts an dem Baum. Oder? Nee. Gut. Ich höre irgendwie... Na, ein Wollern. Da haut irgendjemand in so eine Tür. Komm, geh auf. Danke. Wundert euch nicht wegen der Zeit. Ich habe gestern vergessen, das Spiel auszumachen. Nach der Aufnahme. Oder ich habe mich hat jemand angeschrieben. Und wir haben mich vergessen, das auszumachen zuerst. Ihr kennt das so. Naja, egal. Bringt ja eh keine Bonis. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ist nichts. Komm, was haben wir denn da? Prüfen. Ah, little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Oh, okay, though. Genau auf Luis drauf, der Ärmste. Ja, haben wir schon das erste Kapitel beendet. Kapitel beendet. Und es folgt eine weitere Cut-Szene. Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up! Yay! Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad.
Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the Force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Do something, cop! After you! Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Okay. Das ist fail, wenn da immer die Fraps runtergehen. Na, ich kann das Problem irgendwie nicht lösen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Deswegen werden wir wohl damit leben müssen. Da es nur bei diesen Gesprächen ist und die nicht so allzu oft sind. Ja, deswegen werde ich das auch so lassen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Over here, Stranger. Vielleicht finde ich das Problem ja noch im Laufe des Let's Plays. Ja. Und wir nehmen erstmal diese Sturmmunition auf. Und dann sage ich mal bis nächste Woche. Weil ich fahre in Urlaub nach Holland. Und da werde ich erstmal keine Videos von mir sehen. 10 Tage lang. Und dann sage ich jetzt hier mal tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.